denn sein Verwandtspunkt her, mehr bin ich in der wunderbaren Ausstellung da auch irgendwie in Bild gefasst habe. Ich genieße auch Landschaft von der Geschlacht. Ich genieße einfach diese Ruhe. Ich genieße das, was dieser Vorort eigentlich bietet. An Vielfalt, an Naturvielfalt. Ich würde, ja, wir werden jetzt nicht auf politische Aspekte eingehen. Ja, also es lässt sich da immer was verbessern. Und ich bin jedenfalls nicht wegen Politik hergewiesen. Aber ich habe mich gefreut, diese Stadt als Wohnort, meinen Wohnort im Laufe dieser 16 Jahre nennen zu dürfen. Und mit Wagensbruch ist es auch genauso. Ich muss Bergisch Gladbach nicht mit Moskau oder St. Petersburg oder auch mit New York oder Washington vergleichen. Genauso wenig müssen wir Max Bruch mit Brahms, Beethoven oder Bach vergleichen. Ja, Bach wird nur einmal geboren und Beethoven lese ich da auch vielleicht nicht mal nochmal wiederholen. Es ist ein Klon. Aber jeder Komponist oder jeder Künstler, ja, spielt seine eigene Rolle in der Musikgeschichte oder überhaupt in der Geschichte. Es gibt Künstler, die Eisbrecher sind, ja, also die sind dafür da, um eine neue Epoche irgendwie, ich sag's mal so, zu erwirken, ja, zu erringen, zu erkämpfen. Und dann gibt's ja dieses Fahrwasser da hinten. Und es gibt ja auch viel, also es gibt ja so andere auch, so kleinere Eisberge, mehr oder weniger, die dahinter schwimmen. Und die sind ja auch erlebenswert, die sind auch genießenswert, die sind auch kennenlernenswert. Und das Buch irgendwie mit sich keine weitere Eröffnung der Offenbarung in der Musikgeschichte gebracht hat, muss ja seinen künstlerischen Wert nicht herunterschrauben. Es gibt Komponisten, die sozusagen das Erreichte aber bestätigen, aber auf irgendeine andere individuelle Art und Weise verarbeiten und dann wahrnehmen lassen. Es gibt Komponisten, die immer sozusagen etwas Neues entwickeln. Und Bruch hat sich fest verankert in der Familie, in einer Familie von Komponisten, von Künstlern, die auch in dem späten 19. Jahrhundert, ja, in der Spätromantik oder am Anfang der Moderne, der ist ja 1920 gestorben, da war das der Erste Weltkrieg schon vorbei, da war die Moderne schon längst im Gange, sowohl in Europa als auch in der neuen Welt. Da hat er sich immer so zurückgezogen auf das Alte, auf Klassische, auf das Alte, nicht im abschätzigen Sinne, auf das Alte, auf das klassische Erbe aus dem frühen 19. Jahrhundert, von Beethoven, aber zum Teil von Mozart, von Mendelssohn und von Schumann. Was ist schlecht daran? Was ist minderwertig daran? Deswegen bin ich meilenweit davon entfernt, irgendwie mal zu sagen, ah, Bruch ist irgendwie hier bei uns, aber wir feiern dieses Jahr nur Beethoven. Ja, also Lokalgeschichte ist was Besonderes. Und Lokalgeschichte muss man in, ja, im ganzen Facettenreichtum ja auch genießen. Und deswegen werden wir uns heute ausschließlich Bergisch Gladbach und Max Bruch, ja, so einem der berühmtesten, ich sag mal, Söhne, nicht per Geburt, aber per Verbundenheit auch Wien. Ja, und diese Ausstellung, die komplettiert ganz schön die Vorstellung, das Motto von heute. Ja, auch Widmung an Bergisch Gladbach im Bild von Herrn Merkelich und in Ton, nämlich in Klängen von vorwiegend unbekannten Stücken von Max Bruch, die wir heute zu Gehör bringen. Und ich werde Sie ein bisschen durch das Programm moderieren. Wir fangen mit dem späten Schaffen von Bruch an, ja, mit einigen, mit drei von seinen berühmten 8 Stücken für Klarinette, Bratsche und heute anstatt von Bratsche eine große Bratsche, die man im Sitzen spielt, das heißt Cello, so und Klavier, damit starten wir ab und gehen dann immer so zunehmend ins Unbekannte von seinem Schaffen. Dann werden wir, bin ich mir ganz sicher, so verschiedene neue Sachen einfach kennenlernen, erkunden, für uns selbst erschließen. Und dann hat man viel bessere Vorstellungen von Bruch als von einem Komponisten, der sich der Bewahrung der älteren Tradition gewidmet hat. Was ist schlicht daran? Das ist nur gut, dass das noch irgendwie an Wert nicht verloren hat. Und Bruch hat ja letzten Endes nur dazu beigetragen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, sondern irgendwie noch weiter unterstützt und gepflegt wird. Also wir fangen mit meinem Kollegen an, Alexander Borowski, der Klarinette und Herr Bordin, den Cello mit 3 Stücken aus dem Zyklus, 8 Stücke für Klarinette, Cello und Klavier von Max Bruch. Die 3 ersten Stücke.
übertiefste deutsche Dichter, große Dichter, auch weniger bekannte, sondern auch übertiefste ausländische Künstler. Und jetzt, wir haben heute sozusagen zwei Gesangsblöcke, einmal vorwiegend aus der deutschen Poesie, und ich muss Ihnen mal ein bisschen bequatschen, wie ist der nächste Solist und die nächste Solistin auftritt, damit die Zeit einfach nicht so lang geht. So, und jetzt haben wir unseren ersten Gesangsblock mit einer von unseren Solisten von dem Sinfonieorchester Bergisch Gladbach, Silke Weisheit. Wir haben... Thank you.
Strich, dann fallen vielleicht so einem nicht so viele Werke ein. Ja? Also vielleicht ein Dreh für Cello und Klavier. Bei der Familie Zahners habe ich letztes Mal bewundert, dass hier ein kleines Zettelchen mit einem Auszug aus dem Manuskript. Ja, ist gerade so da oben in dem Zimmer, wo sie Konzerte da auch machen. Das ist auch sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, ja, es beschränkt sich nicht nur auf eine oder zwei Kompositionen. Denn es gibt ja auch viele Kammermusikstücke für ganz verschiedene Besetzungen, die Bruch geschrieben hat. Und wir haben mit diesen bekannteren angefangen, für diese Trio-Besetzung mit Klarinette und Folle, sie jetzt in einen sehr unbekannten Bereich entführen, nämlich Duo-Sachen. Für Geige, Klavier oder Cello, Klavier, wie in diesem Fall. Da hat Opus 70 schon auch, so in der zweiten Lebenshälfte, in der zweiten Schaffenshälfte, vier Stücke für Cello und Klavier geschrieben und jedes Stück hatte mit einem bestimmten Titel irgendwie so versehen. Und die meisten davon, drei davon, basieren auf volkstümlichen Melodien. Es gibt ja Finnisch, es gibt Kroatisch und es gibt ja auch Schwedisch zum Beispiel. Und alles wird angefangen mit einer Arie, so ein bisschen so mit russischen Einflüssen. Ja, so ein Komponist irgendwie macht sich nicht besonders bemerkbar, aber trotzdem zeigt er viel Interesse für verschiedene Kulturen und versucht die irgendwie zu absorbieren. Jetzt spielen wir als ein rein instrumentales Intermezzo vor dem nächsten Gesangsblock zwei Stücke aus diesem Zyklus. Einmal eine, ich sag mal so, inoffizielle russische Arie, ein bisschen mit diesen Einflüssen. Und dann zweites Stück, ein schwedischer Tanz. Thank you.
Lieder über Volkspoesie komponiert. Und jetzt haben wir unseren zweiten Liederblock Gesangsbuch und sind vier Lieder drin. Und die ersten drei, die sind tatsächlich über Texte aus der schottischen Volkspoesie, werden auf Englisch gesungen. Die Lieder, also es handelt sich immer so um Liebe in verschiedenen Konstellationen. Ja, es ist immer wieder, ja, ich sage es immer so, weil es mehr oder weniger klar ist, worauf die romantische Musik im 19. Jahrhundert hinzieht. Die ersten drei Lieder sind einmal Mary's Traum, dann Lord Gregory und O sahst du den Vater. Ja, im ersten Lied geht es um eine junge Frau, die vergeblich auf ihren Geliebten wartet, weil er einfach im Meer versunken ist. Im zweiten Lied eigentlich eine ziemlich moderne Geschichte. Ja, da handelt es sich um einen Lord, der seine Frau hat einfach mal sitzen lassen. Ja, also mit Kindern und mit allem. Ja, es also lässt sich ganz gut transportieren. Ich meine, es glaube ich, auch für das 19. Jahrhundert war keine Seltenheit. Jedenfalls. Und dann, wo sagst du den Vater? Ja, und da ist ja auch eine junge Dame, sie erwartet ja ihren Geliebten. Und da muss ja alles irgendwie schön enden. Auf jeden Fall wird alles darauf hingedeutet. Ja, so drei Lieder. Und da hat sich auch ein bisschen so der schottischen Volksmelodik, schottische Melodien bedient. Sind keine Zitate, da hat er selbst schön erfunden. Und damit fangen wir jetzt an. Also drei Lieder aus der schottischen Poesie. Und die zwei Lieder zum Schluss, das ist einfach der Einsiedler, zwei deutsche Lieder. Und durch die wolkige Mainacht.
ganz frohen Schaffen über Druck gelandet, haben wir sein erstes Trio Opus 5. Ja, so verrät schon die Opus-Zahl, ist eine der größten Kompositionen von ihm, kaum 20 Jahre alt, hat er geschrieben, so in drei Sätzen. Das werden wir jetzt aufhören mit meinen Kolleginnen, die sich ja auf die Bühne rufen lassen. So, übrigens, ja, also in diesem Konzert sind wir. Thank you.
Thank you.